Das Ralle. Oh. Na, Ralf? Na, Nerdy. Da guckst du, wa? Hübsch, oder? Stopp. Gucken, von Anfassen war nicht die Rede. Darf ich nicht wenigstens mal kurz? Ja, im nächsten Leben vielleicht. In diesem ganz bestimmt nicht mehr. Spinner, ey. Oh Mann, das ist nicht ehrlich. Am Nachmittag. Martin ist verzweifelt. Der 32-Jährige spielt mit dem Feuer, hat aber große Angst, aufgeflogen zu sein. Hast dich abgeregt? Warst du lang genug weg? Vielen Dank der Nachfrage. Die Suppe ist fast fertig. Willst du probieren? Was ist denn dein verdammtes Problem? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Es war eine Zecke! Ich will jetzt wissen, ob du die kleine Schlampe hast. Du wiederholst dich. Das ist mir total egal. Ich will jetzt das wissen, ja oder nein? Du Arschloch, nicht jetzt mit mir. Wer kam denn eben rein und hat nichts gesagt? Ja, und jetzt spreche ich. Und ich sage dir, was ich tun werde. Ich werde diese kleinen Mistkröten hier rauswerfen, wenn du die Finger davon nicht lassen kannst. Du bist bekloppt. Die haben dafür bezahlt. Wir leben davon. Vielleicht hast du das vergessen. Irgendwann kommt die gar keine mehr ins Land, schneiden wir die denken, das wird von Irren geführt. Ich bin nicht irre. Ich erinnere dich kurz daran, dass der erste Eindruck, der entstanden ist, der ist, wie ich deine verdammten Omaschlüpfer im Müll geworfen habe. Und jetzt willst du die Mädels rauswerfen, weil ich einen von ihnen eine Zecke rausgemacht habe? Zecke? Ich glaube dir überhaupt kein Wort. Du bist ja ein rausmachen. Aber dann bin ich raus, da mache ich nicht mehr mit. Und wovon willst du leben? Das ist mir egal. Aber ich will damit nicht mitspielen. Wenn diese kleinen hier wir auf dem rumlaufen. Sei doch mal leise, die hören alles, dieses Wort da draußen. Ja, das ist mir auch total egal. Bis ich wieder ein aufhören, soll sich auch nicht wundern, wenn sie als bezeichnet wird. Was stimmt denn mit dir nicht? Seit 3 Monaten bist du zum Kotzen. Weißt du was? Schnitz dir ein Loch und die Melone. 2 Stunden später. Auch Ines hat es auf Martin abgesehen. Und der 32-Jährige ist eine leichte Beute. Hey, aller guten Dinge sind 3, findest du mich auch? Oh, meine Freundinnen hatten recht. Du weißt wirklich, wie man eine Frau anfasst. Durch euch habe ich wieder Übung. Oh. Findest du nicht auch, dass ich die geilsten Titten von allen habe? Sollten wir nicht lieber auf den Boden gehen? Nee. Auf der Werkzeugbank. Martin wird immer unvorsichtiger. Er lässt sogar die Tür offen stehen, obwohl er weiß, dass seine Frau nicht weit weg sein kann. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Tut mir voll leid, dass du vorhin den falschen Eindruck hattest. Du Mischlampe! Ich werde deine aufgespritzten Lippen, wenn du meinen Mann nicht in Ruhe lässt. Entschuldigung, aber bei mir ist alles echt, okay? Es gibt auch Frauen, die sind von Natur aus hübsch. Leider gehörst du wohl nicht dazu. Ich bin ja froh, dass ich nicht wie eine fleischgewordene aussehe. So wie du. Weißt du, du hast doch gar keinen Grund, glücklich zu sein. Ich meine, guck dich doch mal an, du ekelerregende Ökoschlampe. Kein Wunder, dass dein Mann lieber andere Frauen anschaut als dich. Ich meine, ordinäres Mischstück, du Schlampe. Frigide Schlampe. Hast du mit deinem Mann? Ey, stopp! Stopp! Lass das Mädel in Ruhe, Mann! Das ist ja wohl der Gipfel! Anstatt seine Frau zu beschützen vor diesem wild gewordenen. Danke, dass du mich gerettet hast, Martin. Seid ihr beide dumm oder sowas? Ich hab überhaupt keinen gerettet! Jetzt ist Schluss! Alle beide! Klar! Also für mich hat sich das hier erledigt. Freundinnen. Leck mich! Ich würde mich jederzeit wieder gern revanchieren, Martin. Verschwinde, komm, hau ab! Okay. Am nächsten Tag. Martin ist verzweifelter denn je. Seine enthaltsame Ehefrau und die Seitensprünge machen ihm schwer zu schaffen. Und es kommt noch dicker. Fuck. Das Besenkammer. Ich beobachte dich und weiß, was du tust.
Konsequenzen. Eine Erpressung sollte man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen oder dem Irrglauben unterliegen, man bekommt so etwas selbst in den Griff. Die Praxis zeigt, dass das in der Regel nicht klappt. Am besten, man ruft sofort die Polizei. Das machen aber viele Betroffene nicht, weil sie Angst haben, dass alles dann noch viel schlimmer wird. Ich bin gespannt, wie Martin diese Sache für sich löst. Verdammten Mistlampen! Welche Büßen! Das war doch jetzt nicht gerade Martin und er hat nicht wirklich mich oder uns gemeint, ja? Oh, da ist er ja. Hä? Nee. Wer war das? Oh la la! Das ist nicht lustig! Wer hat die denn geschossen? Hör auf, mich anzulügen! Es kann nur einer von euch gewesen sein, ihr Schlampen! Hey, wow, wir sind keine Schlampen, okay? Wir hatten unseren Spaß, aber den hattest du schließlich auch. Spaß? Was ist denn daran lustig? An so einer beschissenen Situation. Was wäre denn, wenn Tina die Bilder gesehen hätte? Ja, genau! Was wäre denn, wenn Tina sie bekommen hätte? Ärger wäre gewesen. Wo hast du die überhaupt her? Ein Umschlag, keine Adresse, kein Absender, nur mein Name. Was? Krass. Was ist denn hier los? Habt ihr irgendwie einen eingeweiht? Nein, niemand. Kein Sterbenswörtchen. Ja. Obwohl. Ralf. Wer zur Hölle ist Ralf? Ralf ist dieser picklige Streber mit der Brille und den grünen Haaren. Ja. Er hat immer eine Kamera dabei und der spielt uns immer nach. Mhm. Ja. Traut ihm das zu? Ja. Hundertprozentig. Der muss es gewesen sein. Stell dir mal vor, die Bilder kommen irgendwie ins Internet. Meine Eltern rasten voll aus. Ja, das wäre echt nicht gut. Also würde ich sagen, Mädels, wir helfen Martin, oder? Klar. Schaut, Leute, wir kriegen das hin. Pack die Bilder erstmal weg. Löblich, dass sie ihm helfen wollen, den Unbekannten zu fassen. Aber es wäre besser, wenn Martin endlich offen mit seiner Frau über den Stand der Dinge sprechen würde. Am frühen Nachmittag. Jacqueline, Monique und Ines fackeln nicht lange. Sie wollen dem vermeintlichen Erpresser das Handwerk legen. Koste es, was es wolle. Also Mädels, der Sex mit Martin war wirklich der Wahnsinn. Ach was. Ralf, nicht so ungut, aber du solltest lieber weghören. Das ist nicht für deine jungfräulichen Ohren gedacht. Sag mal, wo ist eigentlich deine Brille? Die habe ich verloren und ich höre euch sowieso nicht zu. Ja, ja. Ich frage mich, was Tinas Problem ist. Ich meine, da hat sie schon einen Sexgott als Mann und dann lässt sie ihn nicht dran? Das ist doch krank. Also, wenn ich so einen Mann hätte wie Martin, ich würde gar nicht mehr aus dem Schlafzimmer rauskommen. Also, ich stehe ja nicht so auf Schlafzimmer, eher auf ungewöhnliche Orte. Habe ich euch schon den Knutschleck gezeigt, den ihr mir verpasst habt? Nee. Mitten auf die Pobacke. Oh mein Gott. Hat Monique dir nicht gesagt, du sollst weggucken? Echt mal. Ich hoffe, ich finde jemals so einen Mann wie Martin. Oh, Mädels. Natürlich habe ich mich nach dem Essen mit ihm direkt nochmal für die zweite Nummer hinterm Schuppen verabredet. Ach, was. Also, direkt nach dem Essen? Direkt nach dem Essen. Hinter dem Schuppen? Hinter dem Schuppen. Nach dem Essen. Die Mädels sind zu allem bereit und ziehen ihren Plan eiskalt durch. Ist eine Ameise! Sehr leise. Sonst hört uns Ralf noch. Wirklich Ameisen. Oh, vergiss die blöden Ameisen. Das sind sie. Ja. Gut. Was machen wir eigentlich, wenn Ralf nicht kommt? Ja, er wird schon kommen. Ich meine, wer sonst sollte die Bilder gemacht haben und ihn Martin geschickt haben? Ach, guck, da ist er. Ja, gut. Was ist denn los, hm? Übertreib's doch nicht. Was ist denn los? Wir müssen die Gelegenheit hier jetzt nutzen. Und du kannst es mir genauso geil besorgen wie beim letzten Mal. Hm? Na los. Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Ich liebe Tina, okay? Ich liebe Tina. Wir können das nicht weitermachen. Ist das dein Ernst? Die war nicht immer so. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Die Mädels werden sich schon kümmern. Die schnappen sich jetzt Ralf und alles wird gut. Sie wird niemals erfahren, was wir hier treiben. Ich kann doch meine Ehe nicht wegen so einer schnellen Nummer riskieren. Komm, ich weiß schon, wie ich es dir gut besorgen kann. Wo hat er denn seine Kamera? Läuft doch sonst auch nie ohne rum. Keine Ahnung. Komm, den schnappen wir uns jetzt. Ja. Halt, warte! Was macht die denn hier? Was machst du denn hier und warum hast du eine Kamera das geht dabei? Das ist ein Scheiß an, Mann! Hey, was macht ihr denn hier? Also ich wollte nur. Sag mal hier. Martin, Jacqueline, wir brauchen Verstärkung! Was ist hier eigentlich los? Was geht denn hier ab? Ralf? Kamera? Sag mal, hast du dich mit diesem Trampel etwa zusammengetan? Hey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du ja, sprichst. Ja, ist klar hier. Mit wem soll ich mich zusammengetan haben? Hast du die Bilder gemacht? Ja, klar, ich mache ständig Fotos. Tatsächlich war sie diejenige, die mit einer Kamera aufgekreuzt ist. Was willst du denn hier, wenn du keine Fotos machst?
Ich... Ja gut, also ich guck halt gerne zu, wenn ich schon nicht rankomme. Also, was ich jetzt nicht... Komm jetzt her, los jetzt! Lass mich die Kamera einchecken hier! Dummes Ding! Dauerntrampel, echt, ey! Komm, wir haben uns tatsächlich geirrt. Hast du die Bilder gemacht? Das bedeutet dann wohl ja. Warum machst du das? Warum machst du das? An. Ah, oh, mein Knie! Das ist deine Schuld. Kann mir eigentlich irgendwer sagen, was hier los ist? Später vielleicht, wenn du brauchst. Ach, Scheiße! Mann! Was? Hat er schon wieder eine Mann, ich wollte Martin und Jackie dabei fotografieren. Und da sind diese anderen beiden blöden Görn gekommen, haben mir die Kamera weggenommen und haben alle Bilder gesehen. Scheiße. Und was machen wir denn jetzt? Doch! Wir schaffen das, ja? Wir schaffen das zusammen. Hm? Ach, Mann! Was ist denn hier los? Auch das noch jetzt. Martin, ja, Lana und ich, wir sind zusammen. Wir sind ein Paar. Was? Ist das der Grund, warum du mich angelassen hast? Ja, ich wollte Lana nicht betrügen. Was geht denn hier ab, ey? Meine Frau ist mit unserer Assistentin zusammen. Was? Echt jetzt? Hammer! Ey, du bist echt unglaublich. Du bist nur so eine fiese Schlange. Du gönnst ihm keinen Spaß. Monique hat recht. Du machst die ganze Zeit das Leben zur Hölle. Und du Weib! Ich wusste doch auch nicht, was ich tun soll. Das war doch total neu für mich. Wir haben uns ineinander verliebt. Und ich war mir noch nicht sicher. Und ich wusste gar nicht, ob die Beziehung hält. Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und ich dachte, wenn ich miss genug zu dir bin, dann drehst du dich vielleicht von alleine. Das ist jetzt aber wirklich ein ganz starkes Stück. Sie hat ihrem Mann die Hölle heiß gemacht, nur weil sie den schönen Schein wahren wollte. Tina hätte sich von Anfang an zu ihrer Liebe zu Lana bekennen sollen. Ja, ich meine, wäre ich nicht eifersüchtig gewesen, dann hättest du doch geahnt, dass etwas nicht stimmt. Ja, deswegen habe ich dir die Hölle heiß gemacht, obwohl es mir eigentlich total egal ist, wenn du... Und was ist mit den Bildern? Ich wollte dich erpressen. Ich wollte unbedingt herbleiben in Landschulheim. Das ist mir wichtig, sonst weiß ich nicht, wie ich sonst überleben soll. Und du findest bestimmt auch was anderes. Aber wenn du das erfahren hättest, hättest du das nicht zugelassen. Du hättest mich rausgeworfen. Und ich wollte einfach Beweise haben, dass du mich betrügst. Ich glaube, wir müssen uns da mal um jemanden kümmern. Und hier, kannst einpacken, den Scheiß. Komm, Martin. Wir bringen dich auf andere Gedanken. Einen Monat später. Martin und Tina haben sich im Guten getrennt und die Strapazen der vergangenen Wochen vergessen. Tina führt nun das Landschulheim mit ihrer neuen Liebe Lana allein weiter.